Hallo und herzlich willkommen bei Tragensang am Fluss der Zeit. Wir sind aus Tishiana rausgeflogen. Ja, nicht durch einen Türsteher, sondern magisch sind wir da rausgeflogen. Und Philiasson ist da geblieben. Das heißt für uns... Willkommen bei Olmins Gemischtwaren. Was darf es sein? Der Müller wartet noch auf... Kann ich euch vielleicht sonst... Ja, der Müller. Das müssen wir mal gucken, ob das jetzt endlich klappt. Das war ja ein bisschen verbuggt letztes Mal. Ich habe das vorher noch offscreen schnell gemacht. Ich habe die Sachen ein bisschen sortiert. Und wollte jetzt hier noch die Sachen verkaufen. Die hat Kuano natürlich alle. Wir brauchen ja wieder ein bisschen Geld, nachdem wir den Helm gekauft haben. Die Goldmünzen bringen natürlich gut Geld. Das ist immer gut. Das auch, das auch, das auch und das auch. So. So, jetzt ist auch wieder Platz in unserem Inventar. Das ging jetzt recht flott. Ich habe vorhin das, wie gesagt, sortiert. Also keine Angst, wenn ihr euch jetzt ein Item vermisst. Die Rüstungsgegenstände habe ich alle in eine Kiste gepackt. Und alle anderen Gegenstände, Schmieden und so weiter, habe ich auch sortiert. So, was wollte ich hier tun? Ich lins mal eben hier rein. Ach, die Neckerinsel war noch. Ach genau, ich muss den Ino befragen und die Neckerinsel noch besuchen, um das Rätsel zu lösen. Da habe ich jetzt immer noch nicht geguckt, wie das geht. Das muss ich noch machen, da habe ich ja gesagt, da gucke ich nach. Grise Bescheid geben? Nein. Das haben wir. Die Wasserpumpe können wir nicht mehr machen, weil wir nicht mehr rein können. Den Effert-Tempel. Ah ja, ins Jagdrevier müssen wir noch gehen. Das können wir auch noch machen nachher. So. Wo fangen wir denn an? Ich würde mal sagen, wir reden erstmal mit dem guten Inu. Nee, halt. Erstmal werden wir jetzt versuchen, dem Müller das blöde Ding zu geben, wenn er irgendwie da ist. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er da ist, weil das mir ziemlich verbuggt vorkommt. Das ist nämlich eigentlich eine Reihe von Laufquests, die damit verbunden ist. Aber ich glaube, wir haben unsere Chance verpasst. Wir haben leider die Chance verpasst, dem Müller das Paket zu geben. Und jetzt schleppen wir das mit uns rum und können es niemals geben. Es sei denn, er taucht mal eines Tages wieder hier irgendwie auf. Und lässt sich blicken. Aber ich befürchte, hier ist ziemlich tote Hose. Ja, sieht so aus. Schade, 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 schade. Dass das so verbuggt ist, das ärgert mich ja schon so ein bisschen, ne? Vor allem, wir hatten mehrmals die Gelegenheit, ihm das zu geben, habe es nicht getan und dann hat das Spiel gesagt, fick dich. Ja. Ja, das tut mir jetzt echt leid. Ich meine, gut, es wären, wie gesagt, nur Laufquests gewesen, aber es wäre ganz nett gewesen. Man hätte immer ein paar Dukaten bekommen und ja, hätte halt den einen oder anderen Ort erkundet. Mir ist eingefallen, es gibt einen Ort hier auf der Karte, da war ich, glaube ich, noch gar nicht. Oder wenn... Dann mal ganz, 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 ganz am Anfang. Da wollte ich noch mal hingehen. Und zwar das Dorf da in der Nähe von dem Friedhof da, wo wir den armen Typen mit Blitzlichtfind ausgeschaltet haben. Da waren wir nämlich schon lange nicht mehr. Ich glaube in Folge 10 oder so waren wir das letzte Mal. Ach guck mal, die armen toten Trolle liegen da immer noch rum. Die ärmsten. Geht's da lang oder da? Ich glaube mal hier lang. Okay, hier geht's in die Stadt rein. Pilzsammlerin, okay. Ich war ein Kind, als ich ihn traf. Hallo. Der alte Kommandant der Zollfeste ist tot. Das muss ich gleich meiner Nachbarin erzählen. Wird gemacht. Beklagen wir die doch mal. Vielleicht hat die ein paar Magic Mushrooms für uns. Aber sicher. Nein. Naja, was soll's. Gut, laufen wir mal hier lang. Wir müssen, bevor wir uns dann nachher ins Schloss begeben, das dauert ja dann wieder noch ein bisschen, aber bevor wir das tun, sollten wir uns auf jeden Fall noch ein paar Einbeeren-Säfte und so weiter besorgen. Was haben wir da hinten? Ich bin gerade total orientierungslos. Wo sind wir denn jetzt? Ach so. Ach ja, und dann kann man hier... Kann man nicht beklauen, nein, kann man nicht. Da hinten geht's irgendwie raus aus der Map. Zum Schloss Nadoret, ja, da können wir jetzt noch nicht hin. Ach, da geht's zum Dorf, oder? Ja, da geht's zum Magierturm.
Ja. Eigentlich können wir dem Magier auch mal wieder einen Besuch abstatten. Vielleicht gibt es ja auch ein paar neue Zauber, die wir lernen können. Hoffentlich wird der Fluss wieder sicher. Jetzt, wo Angwart von Hasingen die Zollfeste kommt. Ja. Guten Tag, na? Wie geht's? Der alte Kommandant der Zollfeste ist tot. Das muss ich gleich meiner Nachbarin erzählen. Ja, mach mal. Ja. Wir haben jetzt das coole Schild für Guano. Danke. Die armen Wölfe, die einfach alle so umzubringen, sind doch auch Zarsgeschöpfe. Ja. Na, Kollege, hast du dich vom Blitz durchfind? Ich male an den Leichen. Einfach schauerlich. Woran steh uns bei? Was zum... Ach, müsst ihr euch denn so anschleichen? Für einen Moment dachte ich schon... Dachtet ihr was? Nun, in den letzten Nächten wurden immer wieder Grill... Moment mal. Ihr? Dann habt am Ende ihr auch die anderen Gräber geschändet und diese Bissmale auf die verbliebenen Leichen praktiziert, um von euch abzulenken. Das sind schwere Anschuldigungen, die ihr da erhebt. Mein Meister musste schon genug grundlose Anfeindungen über sich ergehen lassen. Ich hoffe, ihr habt dafür Beweise. Natürlich habe ich die nicht. Das wisst ihr nur zu gut. Dann schlage ich vor, wir lassen die Sache auf sich beruhen und ihr erzählt mir, was in den letzten Nächten hier vorgefallen ist. Also, in den letzten Nächten wurden immer wieder Gräber geschändet, die Särge waren ausgegraben und geöffnet und die Leichen, die nicht verschwunden waren, wiesen Bisswunden auf, als hätte etwas davon gefressen. Na, lecker, habt ihr eine Idee, was es gewesen sein könnte? Ein wildes Tier vielleicht? Nein, nein. Seit längerem schon beschleicht mich eine dunkle Ahnung. Seht ihr die Gruft dort? Dort ist die Familie eines Adelsgeschlechts aus der Entstehungszeit Nadoretz zur letzten Ruhe gebettet. In letzter Zeit glaubte ich immer wieder Geräusche aus ihrem Inneren zu vernehmen. Doch wenn ich verharrte, um zu horchen, war nichts mehr zu hören. Ich sage euch, irgendetwas Schreckliches lauert. Wenn euch das so sehr besorgt, warum habt ihr dann nicht einfach nachgesehen? Die Zwölfe bewahre, nein! Auch wenn ich ein Diener Borons sein mag, so verfüge ich doch nicht über die Möglichkeiten, die nötig sind, um mich solchen Dingen zu stellen. Ich dachte da vielmehr an euch. Ja, das habe ich mir gedacht. Na, wenn's weiter nichts ist, ich habe jedenfalls keine Angst. Muss ich etwas Bestimmtes beachten? Das will ich wohl meinen. Seinerzeit wurde vom Familienoberhaupt verfügt, dass die Gruft mit Fallen und etlichen Schlössern zu sichern sei, um sicherzustellen, dass deren Ruhe niemals gestört wird. Um hineinzukommen, benötigt man diesen Schlüssel. Er wird seit jeher von Boron-Geweihten zu Boron-Geweihten weitergegeben. Ihn braucht ihr, um weiter in die Gruft vorzudringen. Mehr weiß ich leider nicht. Ich werde schon herausfinden, was es mit dem Schlüssel auf sich hat. Ich mache mich dann mal auf den Weg. Ja! Können wir die Trauernden noch bestehen? Ich habe in der Taverne einen Mann getroffen. Er sagte, mit Elfenbausch kann man eine Menge Gold machen. Er will losziehen und ein paar Elfen suchen, von denen er das Zeug kaufen kann. Ich habe ihm Geld gegeben, damit er mir auch was bringt. Hab dafür das Stück Land beim Wald verkauft. Er hat mir einen Zettel gegeben, wo drauf steht, dass ich ihm das Geld gegeben habe. Kann also nichts schief gehen. Was meinst du? War doch eine gute Idee, oder? Ja, war eine gute Idee, würde ich auch sagen. Jetzt gehen wir mal in die Gruft. Grusel. Also der erste Teil von Drachensang, den fand ich ja gruselig. Da gab es nämlich so eine ganze Episode, die so im Sumpf gespielt hat mit ganz vielen Zombies. Ja Mensch, was haben wir denn hier? Eine Gruft. Das ist vielleicht gar nicht so ungeschickt, wenn Kuan genau, hier vorgeht. Richtig so. Denn wenn hier Fallen sind, dann okay, Feiris muss ja kurz auf die Waffe wechseln, damit sie nicht die ganze Zeit
damit sie nicht die ganze Zeit ihre Pfeile verschießt. Danke sehr, danke sehr, danke sehr. So, da wollen wir doch mal gucken, was hier zu holen gibt. Hier gibt es auf jeden Fall schon mal eine Inschrift. Die Wahrheit der Finsternis. Du glaubst, mit einem Schlüssel allein könntest du diesen Weg erschließen. Du glaubst, das Licht, das du mit dir bringst und das dir die Feuerschalen spenden, kann dich sehen machen? Dann irrst du. Trage weiter deinen hellen Schein mit dir. Weder wirst du jemals die Wahrheit begreifen, die die Finsternis ist, noch wirst du den Weg erkennen, den sie dir weist. Alles klar, das klingt so, als müssten wir es dunkel machen. Aber sicher. Um weiterzukommen. Das geht sogar. Wird gemacht. Aber sicher. Frag mich eh, wie das Feuer hier brennen kann, wenn der schon so lange nicht mehr hier war. Das klappt so nicht. Ich kann im Dunkeln genauso gut sehen wie du, Freunde. Ja, weiß ich doch. Weiß. Also gut, nutzen wir den Schlüssel. Okay, ganz viele Ratten. Diese Tür ist offen. Ja, dann hoffe ich mal, dass der Gute ja klug genug ist, die Fallen zu entdecken. Aha, und wir schleichen mal für den Fall, dass da gleich irgendwelche Gegner lauern. Ein Skelett mit leuchtenden Augen. Na, wenn das nicht verdächtig ist, dann weiß ich auch nicht. Und die Musik hier ist auch nicht gerade vertrauenserweckend. Jetzt ist die Frage, zuerst rechts oder zuerst links? Oh, guck mal, da liegt noch so ein Skelettmagier. Wisst ihr was? Das heißt für mich... Armatrutz. Ja, brüll hier mal nicht so rum. Dann sollte die gute Feiris mal auf den Bogen wechseln und ich sollte noch meinen Skeletarius beschwören. Skelett gegen Skelett, das wird episch. Ja. Laufen wir doch zuerst mal nach rechts. Gucken wir uns mal um. Nein, falsche Karte. So. Ja, laufen wir jetzt erstmal nach rechts. Wir schleichen. Schön, dass hier überall Fackeln brennen. Das sieht auch überhaupt nicht gruselig aus. Okay, entschärfen bitte. Kriegen wir da eigentlich EP durchs Entschärfen? Sieht nicht so aus. Es ist irgendwie dunkel geworden gerade. Na, toll. Wir laufen hier in kompletter Dunkelheit lang. Gott sei Dank entdeckt Kuano trotzdem die Fallen. Mann, eine Statue, ja, das kann man so sagen. Gut, dass wir alle so epische Schleichskills haben hier. Ist ja eigentlich fies, dass wir jetzt die ganzen Fallen entschärfen, ne? Die haben ja mal einen Sinn erfüllt. Auch. Oh oh, jetzt geht's los. Was? Die Frage ist, womit? Fledermäuse. Seriously? Fledermäuse. Oho. Guck mal, ich kann doch bestimmt irgendwie, Lass mich doch mal gucken. Ich kann doch so ein Licht erstellen. Das geht doch irgendwie. Ich hab doch so einen Zauber. Flim, flam, funkel. Da ist er doch. Nein, jetzt hab ich's verausgetauscht, so. Gegen irgendwas anderes. Aber das macht nichts. Jetzt habe ich es jetzt an drei verschiedenen Stellen. So. Machen wir doch mal ein Flimflam-Funkel. Dann sehen wir auch was hier abgeht. Wozu eine Fackel nehmen, wenn man auch ein Flimflam-Funkel hat? So. Ei. Feiris kann auf jeden Fall mal hier die Fledermäuse looten. Ich mach das schon. Danke, danke, danke. Sind das alles große Fledermäuse oder sind das kleine? Das sind kleine, okay. Denn von den kleinen kann man keinen Giftzahn looten. Ja.
Okay. Ja. Gut, weiter geht's. Hier scheint nicht sonderlich viel zu sein. Was? Da hinten vielleicht? Oh, alte Bronzemünze, das ist immer gut. Okay, das ist irgendwie verbuggt, das können wir nicht looten. Schade. Hier scheint auch nichts mehr zu sein. Also gut, dann gehen wir mal zurück. Was? Ich mach nochmal ein neues. Ah ne, da ist noch eins. Okay. Ja. Was? Kommt alle her. Ich will das Flimflam-Funkel haben. Damit wir auch was sehen. Wir schleichen lieber wieder mal ein bisschen. Eine Schleichpartie durch eine Gruft. Nahe Nadoret. Ein Dörflein. Plagt sich rum mit, ja, Leichenfressern. Oh, hier liegen aber echt viele Skelette. Das könnte echt hässlich werden nachher. Oh. Ich höre Geräusche. Und die klingen nicht gut. Oh, hört ihr das auch? Das klingt so richtig ekelhaft. Ja. Wenn wir uns anschleichen. Ah, okay, das ist ein Ghoul. Okay, wir feuern da jetzt einen Feuerball drauf. Ups, alles falsch. Feuerball. Kill it with fire. Nicht auf die Urne. Auf den Ghoul. Hm? Mal los? Ja, es geht los. Ei, hier lang. Na? Boom. Was? So. Ja. Ist der tot? Nein, wohl nicht. Wir können den gar nicht angreifen, den Ghoul. Na lecker. Na toll, jetzt konnten wir sie gar nicht im Voraus angreifen. Ja. Und wo ist mein Skeletarius hin? Habe ich das abgebrochen aus Versehen? Oh, hier. Ach, hier. Nee, da. Skeletarius. Okay, die sehen echt ekelhaft aus. Die Viecher. Sind die eklig. Da hätte ich aber auch Angst. Was? Na, lecker. Okay, einer ist auf jeden Fall schon mal tot. Von denen scheinen wir auch nichts looten zu können. Fragt sich nur, warum die hier plötzlich drin sind und vorher nicht hier waren. Wir müssen ja irgendwo herkommen. Ah, widerliches Teil. Stirb jetzt. Danke. So. Was? Ja, da können wir noch nicht mal was looten, leider. Ich mache jetzt hier nochmal so ein Lichtlein. Lichtlein. Nein, ich denke immer, das wäre ich. Das bin ich. Lichtelein. Erleuchte. Hm? Ja. So. Ist das Ganze doch schon wieder etwas heller. Haus kaputt. Ja. Und das auch. Ja. Können wir auf unsere Liste der Verbrechen schreiben. Grabschändung, Grabräuberei. Hier sind doch bestimmt noch mehr, das war's doch bestimmt nicht. Boom. Boom. Schon da. Ja. Nimm das jetzt. Danke, und das auch noch. Danke, so. Geht's da weiter? Irgendwie ist das echt ein bisschen unschön hier. Da geht's auch noch weiter, das ist ja das reinste Labyrinth. Mhm. Laufen wir nach da. Okay, die Schmatzgeräusche kommen aus dem Gang, also laufen wir erstmal in den Gang. Was?
sind doch bestimmt noch mehr Fallen, oder? Seid natürlich die Kuhle haben das schon. Nein, okay, da ist noch eine Falle. Bitte entschärfen, lieber Kuano. Guck mal, die sind sogar hinter so Gittern. Hier ist so eine Art Raum. Da hinten höre ich wieder Schmatzgeräusche. Da geht's wieder nach rechts und links. Ja, das kommt eindeutig von da hinten. Okay, diesmal können wir sie im Voraus angreifen. Das heißt, jetzt versuche ich es mal mit dem Feuerball. Ja. Und die anderen alle. Auf geht's. Ja. Los doch. Ei, dort lang. Okay, gut. Sehr ausgezeichnet. Ja. Die muss ich schon mal ordentlich einstecken. Das ist das Loch in der Wand. Da müssen die Scheiße nachher sein. Okay. Loch in der Wand? Habe ich jetzt gerade noch gar nicht gesehen. Ja. Es ist eindeutig ein Fall für ein weiteres Flammfunkel. Ja. Boah, wie viele sind denn das? Heilige Scheiße. Boah. Ich würde mal sagen, wir machen hier mal... Komm, mach bitte mal so ein Licht. Licht. Ach, nee, das bin gar nicht ich. Du kannst mal Feuerpfeile nehmen. Falls du die nicht schon verwendest. Nein, tust du nicht. Gut, dann nimmst du Feuerpfeile und du machst mal so ein Wa-A-A-Ku. Und schon Vakuum. Lassen jetzt mal einen Ghoul für uns kämpfen. Okay, das geht leider nicht. Na gut, dann. Sterne! So. Jetzt machen wir hier mal noch. Komm! Komm! Er zieht einen Stich und einfach nochmal einen Stich. Oh, er stirbt gleich, er stirbt gleich. Scheiße, ich sterbe auch gleich. Uha. Falris kann ihn mal noch heilen. Wenn möglich. Okay. Es wird weniger. Die hässlichen Gestalten schwinden. Und ich mach mal hier noch so einen schönen Kugelblitz. Kugelblitz! Bam! Und noch ein Kugelblitz. Weil wir so viel Energie haben. Da ist unser freundliches Skelett von nebenan. So, okay, das war's. Aus dem Loch kommen die. Und jetzt? Können wir das irgendwie stopfen, das Loch? Ja. Dann machen wir hier schnell Speicher erstmal. Ei. Oh, schon wieder falsch. Heute ist echt schlimm. Ja. Ja. Ich höre da noch mehr eklige Viecher. Ich muss mal kurz gucken. Da war das Nest quasi. Laufen wir mal hier noch an. Da sind ganz viele davon. Schärfst du trotzdem noch die Falle? Ja. Hm? Komm! Machen wir mal das Motto, alle auf einen. Hallo. Falscher Kugel. Sehr gut, sehr gut. Ausgezeichnet.
Ja. Das ist ja richtig verpestet von diesen Viechern hier. Ja. Danke. Oh, 5 alte Bronze. Bronzemünzen. Das ist natürlich sehr gut. Hä? Was ist das? Gut. Okay. Ein leeres Wappen. Damit hat es doch sicherlich noch was auf sich. Oha. Plündern wir jetzt hier den Sarkophag? Ich habe ein bisschen Angst. Okay, er ist leer. Ein Emblem. Aha. Interessant. Dieses Emblem voll gut ist. Lesen wir doch mal nach. Oder vielleicht auch doch nicht. Deshalb liegt in nun einem von den 4 Sarkophagen in dieser Gruft ein Körper, des Ritters Joachim. Bis seine Leichname seiner Familie gefunden werden, enthalten die anderen Sarkophage nur die Teile des Wappens von Goldenhain. Eingesetzt in die Tafel vor Joachims Kammer, öffnen sie den Zugang zum Grab des Ogerreißers. Doch ich, der Verwalter des Nachlasses von Goldenhain, kann mir nicht vorstellen, wozu das nötig sein sollte. Joa, das klingt doch mal schwer nach Challenge Accepted, ne? Ich mach das. So. Und wir brauchen noch mal ein Licht, bitte. Ja. Was? Geht's da weiter? Gut, dass wir eine Map haben. Ich wäre ja sonst echt total verloren. Aber ich glaube, wir gehen erst noch mal hier hinten da in die Kammer rein, die wir vorhin ausgelassen haben. Das geht natürlich nicht. Da höre ich auch schon wieder die Kollegen schlabbern. So. Na, Freunde, wie steht's? Mahlzeit! Ja. Ja! Brenn! Und das war's. Wo wir noch ein Emblemgegenstand erhalten. Wie es scheint, haben diese Jungs das Emblem einfach mitgefressen aus dem Grab. Ja. Na schön. Das ist ja extrem appetitlich, ne? Sag ich mal. Der scheint leer zu sein. Ansonsten haben wir hier auch nicht mehr viel zu holen. Haus kaputt! Eine Urne und sie ist leer, beziehungsweise wir können es nicht anklicken. Schade, schade, schade. Ich muss ja sagen, dieses Spiel hat ja eigentlich insgesamt wenig Bugs. Mir fallen jetzt auf Anhieb nicht so wirklich viele ein. Fällt mir einer ein, außer dass man ab und zu das Loot nicht anklicken kann? Nee, ich glaube nicht. Ja. Ja. So. Wo ist mein Licht? Da ist es. Ja. Ja. So, okay. Haben wir das auch? Wir können diese Höhle wieder verlassen. Ja, wir laufen dann einfach mal den Weg weiter, wie wir vorhin gelaufen sind. Oh, wie ich sehe, ist die Folge ja schon zu Ende. Ich bin hier voll im Gruftrausch quasi. Aber die Zeit ist abgelaufen, Leute. Tja, ich setze hier gerade noch das zweite Stück ein. Aber sicher. Aha, wie es aussieht, fehlt immer noch ein Stück. Sprich, das werden wir wohl jetzt in der nächsten Folge dann finden. Bis dahin, macht's gut.